Schön, dass du eingeschaltet hast zur nächsten Runde Dragon Quest 11. Ja, ein bisschen erkältet bin ich, aber ich habe ein tolles Geheimrezept vom lieben Dukan bekommen. Den kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Und der hat mir gesagt, bei Erkältung muss man Whisky trinken. Das hat an einem Tag dann ganz gut funktioniert. Und der nächste Tag ging es mir dann dementsprechend sehr schlecht, aber auf andere Art und Weise. Naja, egal. Spielen wir weiter Dragon Quest 11. Ich habe einen frischen Kaffee hier. Und, hä? Wieso kann. Ach so, Karte war hier, ne? Hat gestern zu viel Elden Ring gespielt. So, ich möchte zu Zwistambul. Kann ich mich teleportieren? Zwistambul? Irgendwo? Wo bin ich denn gerade? Ist viel wichtiger. Denn in Zwistambul soll Jade sein. So, wo. Ach so, da ist der Stern. Okay, wir müssen anscheinend so oder so da hoch. Dann machen wir das. Gönnen uns hier noch einen schmucken Drachen. Weil ich euch ja noch zeigen wollte, dass Sylvando jetzt ja mehrfach mit der Falkenklinge angreift. Da. Also die Offhand, die macht so gut wie gar keinen Schaden. Aber ja. Wir sehen schmuck und gut aus. Ich muss nur noch hier unseren Hendrik besser hinkriegen. Stück Drachenhaut, das ist gut, das ist auch, hat auch nochmal ordentlich Geld gebracht. Ach so, jetzt habe ich kein. Ich habe kein Pferd oder so. Das ist blöd. Lass mich in Ruhe. Ah, komm, Blumen müssen wir mitnehmen. Ist leider so. Ich bin schon mal den ganzen Weg hier abgegangen, um die ganzen Funkelflecken einzusammeln, auch eine Mechanik, die ich viel zu spät gelernt habe. Ja, und dann wurde ich schon mal von irgendeinem NPC angetriggert, dass wir ja Jade finden können. Oder dass eine Frau ähnlich wie Jade in Zwistambul sein soll. Und jetzt gehen wir da einfach hin und schauen uns das Ganze an. Und dann, ich weiß gar nicht, sind die beiden Mädchen wieder in ihrem Heimatort? Das wäre ein bisschen langweilig, oder? So, ich muss hier rechts abbiegen. Ach, was auch ganz cool war, man kann sich von diesen kopflosen Generälen, die da auf den Pferden sitzen, die kann man sich deren Pferd auch als Reittier holen. Also wie von den beiden hier zum Beispiel, geht es dann auch von denen so ein Pferd. Das ist unfassbar cool. Mal so ein böses Pferd quasi. Genau, und da hinten sind auch nochmal die Säbelzahnkatzen. Jetzt schauen wir ins Istanbul rein. Weil da oben, da, genau, da bei dem Erz, da war noch ein Funkelfleck und dabei habe ich das Ding getriggert. Aber egal. Diese Hasen finde ich auch immer ganz cool. Die sind cool. Verstümmel-Mümmelmann. Ich fühle mich halt immer noch overlevelt. And stay down. 2000 EP ist auch echt viel. Wie sieht denn der Charakterbaukasten aus? Ich habe nicht so viel jetzt gemacht. Ich hätte da hier unten zum Beispiel bei Lichtbringer könnte ich den hier nehmen. Aber ich glaube, ich wollte den ganz oben nehmen. Sylvando sieht auch noch aus, als könnte dort mehr kommen. Es wird ja ungefähr so diese Größe haben, also so eine große Pyramide. Deswegen, bei ihm sieht es auch noch aus, als könnte da unten was kommen. Bei Sylvando könnte oben noch was kommen, man weiß es ja nicht. Schauen wir mal, es sind meistens auf jeden Fall ähnliche Punkte. Aber jetzt schauen wir erstmal nach Jade. Die wollen wir uns holen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in dem Spiel. Didn't this place used to be funner looking? Ugh, and what's with that ugly, ugly statue? So tacky. Welcome to Octagonia. A monster. Be on your guard.
Oh, come now. There's no need for all that. Die Musik ist dieselbe wie im Casino. Habe ich ja nur 3 Stunden oder so gehört. Deswegen erkenne ich die gut. You're in the new Octagonia now. There's no fighting here anymore. Only fun. All those tournaments they used to host. So uncivilized. The arena's a casino now, thanks to Booga, best and most beautiful of the spectral sentinels. Why don't you step inside and chance your arm? It's just upstairs. Who knows? It might be your lucky day. Der ist schon mal sehr schön synchronisiert. Casino run by monsters, eh? It all sounds a wee bit fishy to me. Still, we'd better go and take a look. Jade might be inside. Das ist jetzt ganz interessant. Naja, aber sie unterdrücken die Bewohner hier schon. Also es ist jetzt keine symbiotische Beziehung. Den ganzen Kram denke ich nicht, dass wir den brauchen. Wir könnten mal im Shop gucken, ob es uns was bringt. Aber eigentlich schmiede ich ja lieber selber auch da. Nee, die feiern einfach nur. Gehen wir im Shop gucken. Aber ansonsten gleich einmal nachschauen. Cool. Okay, er hat nichts. Daher Würmzahn. Oh, ein Dolch. Seelenbrecher, was kann der? Das ist halt stark. So. Die Wahrscheinlichkeit geht mit Stufe 3 hoch. Das ist stark. Schwarzes Schwert, das war das, was wir früher hier bekommen haben, glaube ich, ne? Ja. Den habe ich schon gebastelt. Sturmspeer. Oh. Ja, der ist jetzt... Oh, 13 mehr Damage, das ist schon heftig. Naja. Gut, lass mich in Ruhe. Aber schön, dass ich schon mal weiß, was für Klamotten ich jetzt kaufen könnte. Ja, hier geht's hoch zum Casino. Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier jetzt groß irgendwie... Hier sind jetzt ja auch keine... Ja, auch keine... Ich denke mal, wir müssen das befreien, dann bekommen wir Nebenquests und über die Nebenquests kriegen wir dann wieder Schmiederezepte, so. Hey! Hä? Wofür jetzt diese Sequenz? Naja. So, was können wir denn? Hier ist die Chaton Lady. Hä? Habe ich keine Jetons? Zählen die alten nicht, oder was? Deswegen, ich hab doch Jetons. Bitte
verstörender Trank, der einen einzelnen Feind fesseln kann. Das ist jetzt wieder interessanter. Was ist das hier? Und wir kamen ja auch 1 Million Jetons. Ja, sind 1 Million. Gut. Gut. Was war das hier? Die Slot-Maschine ist ja ziemlich geil. Jetzt können wir an die Roten, oder was? Die sind halt ziemlich gut. Aber das mache ich jetzt nicht. Das dauert ja ewig. Wir wollen ja hier nicht mit den Jetons spielen. Was ist das hier für einer? Das ist eine... Weiß ich nicht. Also hier, also ich würde jedem empfehlen, immer die Slot-Maschine zu nehmen. Hier das. Wenn man dann mal den Metallmodus freigeschaltet hat und dann diesen... Na, wie heißt's? Dann in dem... Also mit maximalem Einsatz noch reingegangen ist, dann den Metallschleimmodus plus freie Würfe, dann kriegt man echt schnell sehr, sehr viele Jetons. Am besten sind dann einmal die Schatztruhen, da kriegst du dann bis zu 5... Ja, 15.000 oder so. Die kloppen sich da, dass ich da nicht lang kann. Wo ist denn jetzt Jade hin? Ah, okay, ich muss also 10.000 haben, Liebestrank. Alles klar, das ist natürlich cool. Gott sei Dank habe ich die 10.000 jetzt ja schon. Ja, ich denke mal, er muss ihn haben. So. Genau, und am Roulette-Tisch soll man auch ganz gut Kram bekommen können. Das habe ich nur im Internet gelesen, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Ich habe halt nach Tricks für Jetons gesucht und da hieß es, ja, kannst beim Roulette ganz gut absahen. Naja, schauen wir mal. Of your kind here. Well, don't worry. We'll look after you if you'll just follow me. Yoo-hoo! I've got some humans for ya. More lambs to the slaughter, eh? Also, das ist wahrscheinlich jetzt Jade, weil ist der Standard, das Standard-Anime-Mädchen. Jetzt im Hasenkostüm wahrscheinlich oder ähnlich. Can it really be? Ja, war klar. Princess? Hendrik, what's a man as dull as you doing in a place as lively as this, hm? I suppose even fine, upstanding knights of the realm need a cheap thrill every now and again, eh? Well, are you ready to play? Ist dort Wind? Weil bei ihr wackelt alles. What's the matter, Henny Wenny? Cat got your tongue? Is the king's little lapdog scared of a bit of fun? I've been pining for a puppy, as it happens. Maybe I'll choose you, if you sit up and beg like a good boy. Also sie ist jetzt irgendwie so eine halbe Domina. Jade, listen to yourself, lassie. What's happened to you? Stop all this nonsense and come with us, will you? In case you've forgotten, Mordigan's still out there. We need you. Oh, be quiet, you doddery old fool. You're ruining the mood.
Mordegon's still out there. Well, he can stay out there, for all I care. Ihre Frise, ihr Zopf ist nicht so gut, da sind Haare rausgefallen. I'm Bürgers now. He's the only one that matters to me. My heart, my soul, my body. Why in the world would I want to join your band of do-gooders? I'm happy here. Happy. For the first time in my life. You are a princess of Heliodor. You will behave like one. This den of iniquity is no place for a lady. You are coming with us. I'm going nowhere, and you can keep your hands to yourself. Was müssen wir denn jetzt machen, um dich zu kriegen? What would you know about ladies anyway? Naja, so lady siehst du auch nicht aus. Tell you what. Why don't I give you a crash course? My foot crashing into your face. Sorry, ich bin halt kein Fan von so Comedy-Attacken von ihr. Das ist sowas für Teenager. Sie mag Bodo gar nicht. Kriegt er ordentlich noch eine Schnute. Gott, das bringt ja gar nicht mit zwei Einhändern. Also unser Damage ist auf jeden Fall da. Es werden einfach instinktiv die krassen Attacken gespammt. Ja, was ist da, soll das denn sein, Hüftwackler? Oh la la. Das ist halt auch was, was man sich hier bei manchen Leuten kaufen kann. Eine Olala-Stunde. Also habe ich hier schon mal einen Zwister geholt. Dass auch hier dann keine Musik an ist, das ist immer ein bisschen doof. Come on now, lassie. That's enough foolishness. Come along with us, will you? Oh dear. Well, isn't this awkward? You appear to have nobbled my number one croupier. Fetter Kater. Ach so, nee, er. Let me introduce myself. I am Booger, Spectral Sentinel, Breaker of Hearts, Smasher of Heads. Break of Hearts, Smash of Heads. Das ist schön formuliert. We've heard of him, right? Oh, he's the one who turned Octagonia into such a silly spectacle. Honey, you have no taste. Ja, Oh, Jade, my pretty little kitty cat.
Look what the nasty people did to you. King Booga will punish them. You'll see. Step away from the princess, fiend. She is coming with us. You've come to steal away my pretty, have you? No, no, no. That just won't do. Not after I went to all the trouble of putting her under my spell. Do you think it was easy turning such a lovely girl into a horrible monster? Dann sind wahrscheinlich die ganzen anderen Monster, die mit uns auch reden können, auch ehemalige Menschen. Vielleicht. You can turn humans into monsters? Does that mean all the others are they? Of course! Jade wasn't my first, you know. All my lovely girls used to be human, and the boys too. There's nothing like making a monster out of a smug human who thinks they've beaten the house. That soon wipes the smile off their faces, let me tell you. Now listen here, you. Jade's coming with us. You'll be using her for no more of your nefarious nonsense. Afraid my casino has a zero tolerance policy towards troublemakers. I would throw you out, but I'd rather crush you to a pulp. Okay, das gefällt mir jetzt. Taktiken werde ich jetzt. Ah, guck, Koop-Kräfte nicht einsetzen. Ist ja wohl auf automatisch einsetzen. Ja, gut. Alle meinen Befehlen folgen. Bestätigen. Kämpfen. Ach, scheiße, wie ändern wir denn jetzt den Effekt? Okay, du kannst das schon mal nicht. Fähigkeiten. Also er ist nur alleine, alles klar. Das ist, wenn man das immer nur machen lässt. Ich möchte jetzt eigentlich ihm da helfen. Ach, ich kann sogar die Ausrüstung jetzt ändern. Im Kampf. Nice. Also wenn ich jetzt merke, er ist... Info. Ah, so, cool. Das ist gut zu wissen. So, alles klar. Was brauchen wir? Wir brauchen Bodo eine Heilung. Wie kriegen wir ihn denn jetzt nicht mehr betört? Kannst du sowas? Ja. Hendrik, ne? Der ist betört. Snap out of it! So, du hast Fähigkeiten. Was haben wir denn? Das ist es nicht. I'm not done yet. So. Sowas wollte ich nämlich drücken. Aber er hat sowas gar nicht. Krass, er hat nicht irgendwie sowas. Gut, dann... Stärkste Attacke, die du hast. Das ist halt alles Quatsch.
Das ist auch nicht. Hast du nicht irgendwie sowas? Das einzelne Gruppenmitglied. Gut, dann machen wir das da. Und du hast auch Fähigkeiten, die uns helfen. Und das war's nicht. Das ist jetzt cool, sie sind da wie blöd am Machen oder Tun. Sind das Lähmungseffekte? Ne, es ist ja nicht dieses Gekrissel und Schlaf ist es auch nicht. So, ich glaube, das geht nicht. Das ist total lustig. Wenn ich jetzt das alles mal selber mache, finde ich irgendwie cool. Schlaf, Betörung, Verwirrung, Lähmung. Okay, der macht keinen Schaden mehr. Da klaut er Mana, das ist nicht so schlimm. Kannst du irgendwas, das die Leute rausholt? Nee, kannst du nicht. Sind das Verwirreffekte? Scheint so, oder? Müsste es eigentlich dich heilen, aber ich mach mal hier den. Nee, verwirren? Nee, doch, das war richtig. Der hier vielleicht. Nö, hat nichts geholfen. Gut, jetzt weiß ich gerade halt nichts mehr, was ich machen soll. Ja. Okay, das war nichts. Jetzt habe ich echt lange dafür gebraucht. Eigentlich wollte ich die Gruppe nur vernünftig machen. So, Bodo muss geheilt werden. Was? Ja. Jetzt müssen wir ihm da die Betörung wegmachen. Wir sind, also er greift halt krass viel mit allen möglichen Sachen an, ne? Ich brauche echt lange, ne? Das ist schon krass. Ach so, er kriegt mit Damage ab. Okay, das ist natürlich schlecht. So, du hattest aber das Kikeriki war's, ne? Nee. Kriegen echt zu viel Damage rein. Ich komme nicht mehr aus dem Heilen raus. Muss Damage machen, aber irgendwie sitze ich nur dabei, mich zu heilen. Und dafür zu wenig Damage. Der greift echt oft an.
nochmal drauf donnern. Ja, komm. Zumindest guter Damage. Ja, die... Ich weiß halt nicht. Meistens geht sowas tatsächlich. Ach, Hendrik war auch gekräftigt, habe ich nur nicht gesehen. Alles klar. So. Du brauchst einen hemmungslosen Hieb. Bodo ist groß. Was kannst du machen? Damit könnten wir ihn schlafen schicken, was dann wahrscheinlich auch funktioniert, aber das bringt nichts. Mal ordentlich Heilung rein. Aber du machst echt null Damage, ne? Das ist, ja. Feurige Solo war jetzt nicht so stark. Zauber. Kannst du mal Multibeschleunigung machen. Abwehrkraft hört gleich auf. Hat nur Bodo getroffen, das ist gut. Aber jetzt ist er stärker. Zisch. Das ist irrelevant. So, du kannst nochmal die... Nicht die Axt der Angst, aber du kannst nochmal... Ah, cool, wenn es leuchtet, ist es kurz davor auszulaufen. So, Silvano, was kannst du machen? Bist halt eher der Supporter, ne? Haben wir noch Fähigkeiten über? Heilen ist jetzt halt auch Quatsch. Ich denke viel zu viel nach, glaube ich. Was denn bei dem Block? Ne, komm, du greifst einfach nur an. Du hast ja genug Damage. Er ist ja auch im gelben Bereich. Das machen wir nicht. Das sind halt einzelnes Gruppenmitglied. Die will halt was, was alle Feuer und Eis basiert, ist halt nicht das, was er macht, ne? Und Fähigkeiten. Perlentor kostet unfassbar viel. Du gibst mal deine MP an. Wer ist dran, Hendrik? Fähigkeit, Axt der Angst, Attacke. Daneben. Okay, krass. So, und du darfst wieder. Ja, 600 Damage. Junge, das schmeckt doch. Machen wir mal. Guck, funktioniert nicht. Obwohl, da ist der feuerbasierte Zauberschaden. Feuer und Wind greift damit an. Ist er nicht mehr gekräftigt? Hendrik, greif mal an, bitte.
hast. Let me kiss that boo-boo better. So, das ist schon. Kräftigung, Koopkraft alleine hat er keine. Aber du kannst nochmal hemmungslos angreifen. Ja, 700. Also der Kampf, den habe ich mir jetzt echt problematischer gemacht, als es war. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Viel zu viel nachgedacht, nicht gewusst, was die Leute können, weil ich mit den ganzen Sachen da, mit den ganzen Fähigkeiten, habe ich mich halt null befasst. Ich habe immer nur das genommen, was gut klang. Es heißt halt alles anders, als ich es gewohnt bin. Aber es gibt jetzt ja Level-Ups und dadurch gibt's Heal für alle. Und der Kampf war auch gut, also er hat ja direkt mit vielen Statusveränderungen angegriffen. Das ist echt schick. I don't feel right. My spell. Hätte ich einfach das um sich zeigen. Angelassen wäre das wahrscheinlich von alleine wieder gegangen. Aber so ist das. Lässt man die ganze Zeit automatisch machen und dann denkt man sich nichts mehr dabei und dann, ja. So, hat Jade jetzt gleich wieder normale Klamotten an? Ja, war ja klar. Where am I? Hendrik? All of you, what... What's going on? Oh, it hurts. It's not fair. The house always wins, doesn't it? I am Booga, brightest and most beautiful of the spectral sentinels. You. What? Yes. So, jetzt hat sie Super Saiyan-Modus aktiviert. Have your wicked way with me, would you? Kaioken! Och nee, jetzt hat sie wirklich das blöde Hasenkostüm wieder an. Allow me to return the favor. With interest. Ah, wir haben eine Kugel. Brauchen wir die noch? Habe ich mehrere davon? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Princess, you... You're... Hendrik, du Schnuckipuss. There's still a little of the old monster in me. Something tells me it's going to come in handy. Ich find's schön, dass man sich jetzt die ganzen alten Charaktere noch... Also ich find's blöd, dass man sie nochmal holen muss, aber man kriegt ja eine stärkere Version davon. Aber es ist halt alles... Quasi spielt man die Reise zweimal mit denselben Orten. Das ist, ja, habe ich schon oft gesagt, das ist nicht so meins. Ach, didn't give that a second thought, lassie. You're safe and sound now. That's the important thing. Princess, my behavior was unforgivable. Es sieht halt wirklich aus wie ein Knappe, ne? I do not ask for forgiveness. I ask only that you understand that all I do. I do that the Lord of Shadows might be defeated. What kind of way to say hello is that, Henny Wenny? Less of the nightly nonsense, or I'll have to spank you. Wow, spank you, yeah. Oh, I'm only joking. Was ist mit dir denn jetzt los? Hat die Monsterverwandlung den Stock aus dem Arsch gezogen? I mean that.
And as for you, something's changed since I last saw you. You seem tougher. Here, I think you'd better have this. Ach, damit kommen wir zur, nach unter die Erde, unter Wasser. I found it on my travels, and I've been trying to track you down to give it to you ever since. You already know how it works. Maybe one of those columns of light out at sea will open up some new horizons. Right, we've got more friends to find, and an evil overlord to beat. Don't you think we'd better get going? Ah, Casino Brutal. So, und jetzt haben wir natürlich irgendwo... Haben wir gar nichts, oder was? Aber das Casino gibt's noch. Aha, das ist ja schon mal interessant. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie... Ich muss mal eben auch nochmal den Charakterbaukasten von Jade gucken. Sie ist jetzt ja wieder dabei. Ja, sie, bei ihr hat sich das jetzt auch ein bisschen vergrößert. Was hatte ich denn immer bei ihr genommen? Ich hatte Speere genommen. Hat sich gar nicht so viel getan. Oder? Bisschen hier oben ist dazugekommen. Bisschen Geschwurbel hier oben und hier. Charme und was war das hier? Attraktivität nehme ich halt nicht mit. Kannst. Ich. Ja, genau hier sowas. Hüftwackler und so nehme ich nicht mit. Kannst du vergessen. Also. Nichts für ungut. Ich werde sie auf unfassbar viel Speerattacke spielen. Gegebenenfalls hier nochmal den Charme mitnehmen, auch wenn ich nicht weiß, was der bringt, aber... Ja, so Attraktivität, nur ein paar Punkte, die wirklich was verbessern. Ich werde jetzt nicht Hüftwackler nehmen und Clown sagen mir leider auch null zu. Silvando, ist der bei ihm größer geworden, das Ding? Ich bin mir nicht sicher. Aber muss ja, oder? Also hier sind wir bei 55 Gesamtpunkten. Das sind... 27 plus 16 macht 43, also der muss noch einen Boost bekommen. Hier auch, der braucht auch noch einen Boost. Bei ihr sind es über 50 Punkte, ich glaube, das ist normal. Und bei ihm sind es halt auch schon deutlich über 50 Punkte. Also wenn man unter 50 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass noch mehr Punkte kommen. Und auch hier, ja. Naja, schauen wir uns die City jetzt mal an. Ist wieder alles normal, oder was? Habe ich denn jetzt noch Chitons? Das würde mich jetzt mal interessieren. Muss ja irgendwo stehen. Purpurne Kugel. Jetzt, genau, die Purpurne hatten wir schon mal wieder. Ah stimmt, Jade hatte ich ja auch noch hier so. Hat sie gar kein Inventar. Sie nackert quasi. Gut. Schauen wir mal, was wir so für Rüstungen kaufen können. Wisst jetzt aber auch nicht, wo ich weitermachen soll. Reise nach Antiqua wieder ist sie. Ich würde gerne jetzt ein bisschen im Casino rumblödeln. Und gucken, was ich mir da so kaufen kann. Goldplatte sind halt die anderen Kriegerschild. Halt auch nichts mit... Ah, Drachenpanzer. Naja.
Durch Elementangriff, Chance auf Block. Das ist halt so ein dickes Ding. Weiß ich nicht. Fühle ich jetzt nicht. Crema, schauen wir da mal rein. Ich habe jetzt halt wenig Bock, durch ganz Istanbul zu laufen und nach Rezepten zu suchen. Du schläfst. Dafür dich ist deine Arbeit dein Leben. Toughes Tattoo, das haben wir schon mal gekauft. Was haben wir hier? Weihwasser. Was macht das? Sieht aber alles nach... Das sind alles Verbrauchsgegenstände zum Heilen. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie so braucht. Na dann. Gut, ja. Ich würde tatsächlich... Ja, komm, gehen wir mal hoch ins Casino und dann würde ich da demnächst ein bisschen spielen. Schauen, wie ich da ein bisschen Kohle machen kann. Vielleicht wird es mir jetzt ja vernünftig angezeigt. Lass mich doch einfach rein. Das Casino hat noch nicht geöffnet. Bin ich... Was soll das? Wofür da eine Blockade, die es nicht braucht? Möchtest du warten? Nee. Ist doch scheißegal. So. So, wir haben immer noch unseren gleichen... Jetons wieder vor. Was ist das? Feuerball. Das ist schon mal eine legendäre Peitsche. Das ist schon mal ganz gut. Koboldmesser. Chance, Feinde zu blenden. Skandalöses Strand. Oh ja, Gott, wieder von Jade. Ach ja. Brauche ich jetzt nicht. Brauchen wir auch nicht. Das ist was, was ich um diese Automaten verbessern kann. Weiß ich nicht, was mir das bringt. Das hier ist halt einfach für ein Schild eine Dings, das nehmen wir mit. Also ja, die Liedern. Also der hier zum Beispiel ist interessant. Mich ärgert es jetzt ein bisschen, dass ich nicht die Schwerter oder so mitgenommen habe, die gerade da waren. Das hätte ich jetzt interessant gefunden. Also die... Da gab es ja Schwerter und so weiter für ein paar Punkte. Ich weiß jetzt nicht, was das gewesen wäre. Und wie Punkte hätte ich ja so oder so gehabt für umsonst. Weil die sind ja danach wieder aufgefüllt worden. Hätte ich das vorher gewusst, wäre es interessant gewesen. Dann hätte ich mir da noch was holen können. Aber hatte ich halt nicht. Ich wäre auch nur an die... Spielautomaten gekommen. Er ist ein bisschen schade jetzt. Und hier sind dann die Roulette-Tische. Es ist... Der rote ist dann der große teure und die grünen sind die normalen und da sind die blauen. Ja, okay. Sonst, was gibt's hier sonst? Nichts, ne? Nö. Das meinte ich, das kann man hier machen. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich weiß halt nicht, was das soll. Naja. Was blinkt der da so? Du da? Oh,
Fässer zum Zerschmeißen, da freue ich mich immer drüber. Nichts Tolles. Naja. Gut. Dann würde ich es an dieser Stelle beenden, ein bisschen hier rumspielen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, wenn es nach Antigua geht. Beziehungsweise wir ein bisschen auf dem Meer rumschippern und mal schauen, wo wir noch überall den Leuten helfen können. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da, Like da. Freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haust da rein und tschö tschö.